Ne, dass sie ja keiner haben will, so in diesem Sinne. Ah, verdammt. Dann machen wir nochmal schnell den hier. Na los, komm. Ich weiß gar nicht, haben wir Spinnen? Die Karte haben wir schon, schade. So, das wird natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil... Wartet mal. Wir müssen mal zur Seite gehen, damit die Erzmagiebücher uns dann nicht auch angreifen. Das ist, wäre nämlich sehr unvorteilhaft. So, wir haben jetzt 10%, das ist sehr schön. Und hätten wir jetzt 100, einen 100-fachen XP-Booster, das wäre richtig gut. Aber den habe ich jetzt nicht und das ist sehr egal. Wir könnten natürlich auch Amos reinknallen, aber... Nee, lieber nicht. Ah, guck mal, wir haben hier... Um 120% für eine Stunde, das ist ja auch nicht schlecht. Eine Jägerlizenz könnten wir eigentlich auch reinhauen, aber... Nee, das lassen wir mal. So, hoffentlich. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier in die Ecke. Und hoffen, dass er uns nicht gleich sofort kalt macht. So, ich hau erstmal die T1-Tränke weg. Oh, das wird echt schwer. Das wird echt richtig schwer, weil der ist echt. Gut, zur Not hau ich denn den rein. Das mache ich dann. Das ist es mir dann doch irgendwie wert. Und außerdem habe ich ja noch welche. Das ist ja kein Problem, sag ich mal. Sehr schön, haben wir das auch weg, das ist gut. So, ja, ihr seht jetzt, wir sehen jetzt hier, okay, dann machen wir das mal so ein bisschen epischer, so, ah, ein schönes Duell. Ja, ein bisschen haben wir jetzt ja verbraucht, also ich denke mal, ich werde das halt jetzt hier nur in diesem Kampf verwenden. Oh. Das war sehr knapp. Also der ist auch sehr unfair. Also der haut ja so Debuffs rein, die einen Schaden zufügen. Und das kann echt gefährlich werden. Ne? So. Oh. Als hätte ich es geahnt, wären wir fast gestorben. Na los, kommt, komm, komm, komm. Und wir haben übrigens gar keine Tränke mehr. Das ist nämlich sehr schade, dass wir keine Tränke mehr haben. Aber wir werden noch welche finden. Da gehe ich mal ganz stark davon aus. So, zack. Verdammt, 79%. Oh Gott. Und er ist jetzt gleich down. Sehr schön. Was haben wir denn sonst so bekommen? Nichts Besonderes. Und das Gute ist, wir brauchen hier nicht mehr. Brauchen jetzt nicht mehr herzukommen. Geiles Deutsch. Sehr schön. Dann haben wir es auch endlich geschafft. Ja, rein theoretisch. Ja, könnte uns ein Kleriker von unserem Leid erlösen, aber naja, egal. Gut, was hat er denn? Kapitän, ich habe endlich den Skelettritter besiegt. Es war ein ziemlicher Kampf, das stimmt auf jeden Fall. Sibi, ist das wahr? Deine Taten in der Mondlicht-Grabstätte waren unbestreitbar brillant. Als Kapitän der Wache gebe ich dir dieses, um meine ehrliche Dankbarkeit auszudrücken. 14.500 Erfahrungspunkte, 7,9 Gold und ein neues Oberteil. Sehr schön. Vielen Dank. 43% haben wir schon wieder und wo haben wir das gute Stück? Da haben wir das gute Stück. Ja, und es gibt deutlich mehr an Verteidigung. So, jetzt haben wir natürlich auch das perfekte Abenteuer. Oder der
der perfekte Abenteurer. Kapitän, ich bin jetzt Level 30. Unglaublich, du bist echt gut. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so schnell geschafft hat. Ich bin sehr stolz auf dich. Hier, nimm das hier. Ich habe das schon vorbereitet als ein Geschenk für dich zum 30. Level. Ich wollte dir nur beibringen, dass du alles schaffen kannst, wenn du nur bereit bist und daran arbeitest. Wie auch immer, manchmal machen alle Fehler. Dieses Item ist für solche Gelegenheiten. Sehr schön, haben wir so eine Attribut-Rücksetzungsrolle haben wir bekommen. Das ist sehr schön. Gut, dann haben wir noch was anderes Level hier, nämlich keinen Amateur. Hey, Chef! Sehr direkt. Ich hasse es wirklich, wenn man mich einen Amateur nennt. Also habe ich wirklich hart trainiert und jetzt komme ich mit Level 30 wieder. Wow, schau dir das an. Du bist ja wirklich Level 30. Du hast viel Kampfgeist, das mag ich. Aber es scheint, als würde mir noch etwas fehlen. Etwas fehlt? Was denn? Oh, sorry. Ich denke, das kam verkehrt rüber. Da hat er uns geheilt. Sehr schön. Was ich meinte war, dass du etwas übersehen hast. Sibi, denkst du, dass du jetzt kein Amateur mehr bist? Nur weil du jetzt Level 30 bist? Du hattest bereits die Qualitäten eines guten Abenteurers. Ich habe dich einen Amateur genannt, weil dir etwas anderes gefehlt hat. Du hast genauso Wichtiges wie Level oder Fähigkeiten. Das ist allerdings etwas, was du selbst herausfinden musst, mein Freund. Sehr schön. Da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Erfahrung bekommen. Unglaublich, aber 57%. Das ist wahnsinnig gut. Und wir haben ja natürlich neue Quests. Böser Traum. Spider nehmen wir natürlich an. Och, die habe ich ja keine Lust jetzt vorzulesen, ehrlich gesagt. Deswegen lasse ich das mal außen vor. So, riesige Verschwörung. Zeige Runus dieses Dokument und dann berichte mir, wie er auf all das reagiert hat. Das machen wir natürlich. So, und weiter geht's. Chief Ruminus. Du schon wieder. Was bringt dich hierher? Ich bin immer noch böse wegen deines letzten Auftritts. Naja, nach weiteren Untersuchungen habe ich das hier gefunden. Was ist das für ein Zettel? Wie ist es in deine Hände gelangt? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, warum du dich mit der Geheimgesellschaft eingelassen hast. Du solltest mir alles erzählen, bevor ich den Bewohnern von Rumen berichte, dass du sie betrogen hast. Du willst mir drohen? Mir? Dem Chief? Du verstehst es einfach nicht. Du hast hier einen riesen Fehler gemacht, nicht ich. Wer betrügt denn die Bewohner der Stadt zu seinem eigenen Vorteil? Puh. Okay, du hast mich erwischt. Ich werde dir alles erzählen. Mal sehen, wo fange ich an? Es gab einen Befehl meiner Vorgesetzten, die seltenen Materialien zu stehlen. Sie sagten, dass die neuen Ausrüstungen ihren Plänen und Handlungen in die Quere käme. Und ich bin hilflos, weißt du? Ich habe einfach so getan, als wüsste ich von nichts. Sie befahlen einem bestimmten Monster, die Materialien zu stehlen. Sobald die Schmiede, die mit dem den Chiefs im Streit lagen, die neue Ausrüstung verkaufen würden, kämen viele Abenteurer, um sie zu kaufen. Und so würden die Schmiede viel Geld verdienen. Und es wäre ein großes Problem für eigene Stadtmeister. Einige Stadtmeister, verstehe. Trotzdem ist das ganz schön feige, findest du nicht? Naja, aber sie haben mir mit dem Zusammenbruch von Ruhmen gedroht und einer Hungersnot, wenn wir nicht jeden Monat Steuern an sie bezahlen würden. Wie du weißt, hat Ruben finanzielle und wirtschaftliche Probleme. Achso, mir blieb nichts anderes übrig, als ihren Befehlen Folge zu leisten. Ich wollte James doch nur helfen. Seine Hingabe an diese Stadt ist sie mir nicht bewusst, aber die Probleme der Stadt konnte ich nicht mit ihm teilen. Und dann würde es immer schlimmer zwischen uns. Sag James, dass es mir leid tut. Also, was hast du jetzt vor? Ich gehe zu James und erzähle ihm, was passiert ist. Und da bitte ich ihn um Gnade. Ich werde zu meinen Anfängen als Chief zurückkehren und sehr hart für alle Bewohner arbeiten. Es tut mir alles so leid. Sollte ich nicht besser erst mit James sprechen? Wart hier, bis ich wieder da bin. Okay, mach das. Mach das. Sehr schön. 6000 Erfahrungspunkte, das ist sehr schön. Wahrheit.
Sibi, hast du mit ihm gesprochen?